Noch immer haben Frauen in ihrem Leben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gleiche Arbeit für weniger Geld, zu wenig Frauen in Führungspositionen, der allgegenwärtige Sexismus in den Medien. Das sind natürlich alles nur Kleinigkeiten. Gegen die eine immerwährende Frage, die alle Frauen auf dieser Welt beschäftigt. Wie nehme ich am besten ab? Und genau deswegen machen wir heute das absolute Gegenteil. Wir gehen nämlich auf den Rummel. Zusammen und wir werden zunehmen, so viel wir können. Zeit hat jede von uns, so viel Kilokalorien wie möglich in ihren Körper zu befördern und drin zu behalten. Weil das Ganze so ein bisschen einfach wäre, haben wir uns gedacht, jede von uns kriegt noch Timeout-Karten, gibt der anderen jeweils die Möglichkeit, sie oder mich, 15 Minuten auf ein Fahrgeschäft unserer Wahl zu befördern. Juhu! Toll, das macht sicher richtig Spaß mit vollem Magen. Große Pommes hat mehr Kalorien, aber schaffe ich eine große Pommes? Nee, ich fange mit einer kleinen an. Das ist krass süß, aber das ist sehr lecker. Also ich dachte, es geht gar nicht darum, was wir gerne essen und was uns schmeckt, sondern einfach nur zunehmen. Aber wenn ich was esse, was mir schmeckt, kann ich dann mehr von essen. Ah, okay. Ja. Ein guter Ansatz. Ja, ich glaube, ich bin mit Pommes weiter. Du musst auf jeden Fall aufhören. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Doch. Mhm. Ja. Bei Ihnen gibt es Schokolade, Schokolade oder Schokolade. Ich brauche was mit 4 Kalorien. Einmal auf die Hand. Vielen Dank. Aber man macht immer die Form. Aber man nur mal einmal die Form. Hier, bitteschön. Lass dir schmecken. Es sieht aus wie ein Pimmel. Ja, kannst du es, wenn das obere Stück abbeißt, sieht es nicht mehr aus wie ein Pimmel. Dann sieht es aus wie ein Rennauto. Soll ich was festhalten? Ja, dafür. Ihr habt da vorne, guck mal da, die wilde Maus. Du bist doch auch so eine wilde Maus, Anni. Vielleicht gehst du eine Runde wilde Maus fahren und ich esse nur noch Frikadelle. Nein! Scheiße, oh Gott. How are you today? Ist schön da, ne? Ich hab das als Kind, hab ich das so geliebt. So, das war ja bis hierhin ganz nett. Das Blumenkranz-Team kann sich jetzt irgendwo ausruhen gehen. Ich muss diese Geschichte kurz gewinnen. Ich werde dann gleich wieder da. Spitze. Du gehst ein bisschen fahren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mega geil war's. Voll gut. Super cool. Aber es ist noch alles da, wo es immer war vorher. Oh Gott. Soll ich die Haare halten?
bin auf 0 Kalorien runter. Und du hast gewonnen, weil ich das nicht aufholen kann. Na, schade. Können wir nach Hause gehen? Ja. Auf geht's.